Hallo und herzlich willkommen auf weplayhandball.de. Heute mal nicht mit einer Review oder irgendwelchen Produktempfehlungen, sondern mit meiner zweiten Leidenschaft. Ich bin privat Handballtrainer und wir haben uns gemeinsam hier im Team überlegt, was können wir euch Kids und Jugendlichen zu Hause bieten, dass ihr euch ein bisschen selbst beschäftigen könnt. Jetzt in der Isolation, könnt kaum Freunde treffen, Training ist vorbei, Zeit für ein bisschen Techniktraining. Und dann haben wir uns gedacht, okay, was nehmen wir als erstes, wichtigsten Wurf im Handball, natürlich den Dreher. Vielleicht zu Hause üben, eine methodische Reihe, gibt ganz wenig methodische Reihen zum Thema, wie lerne ich einen Dreher? Und da haben wir uns gedacht, okay, wir zeigen es euch einfach mal. Was braucht ihr dafür, um den Dreher zu Hause oder im Garten oder im Hinterhof zu üben? Erstens, ihr braucht ein bisschen Grundwissen, wie der Dreher am Ende genau aussehen soll. Und zweitens, ihr braucht das richtige Equipment. Wenn wir mit dem Equipment anfangen, ich habe mir hier einen selbstklebenden Ball vom Hummel geschnappt, ein Elite Grip. Das könnt ihr mit jedem anderen selbstklebenden Ball machen. Wenn ihr keinen klebenden Ball habt, könnt ihr Harz verwenden. Das würde ich euch im Wohnzimmer oder im Garten nicht empfehlen. Aber ansonsten auf jeden Fall einen Ball nehmen, der etwas kleiner ist, den ihr gut greifen könnt, der bei jeder Rotation euch nicht aus dem Handgelenk fliegt und ihr mit diesem Ball den Dreher gut üben könnt. Das zweite ist, ihr braucht ein bisschen Grundwissen. Am Ende geht es darum, dass der Ball sich am Boden maximal in der Richtungsänderung Richtung Tor bewegt. Was brauche ich dafür? Rotation, logischerweise. Diese Rotation, das ist das Wichtigste daran, die muss entlang der Achse, eurer Flugachse liegen. Ja? Wenn die Rotation sich anderweitig gegenüber der Flugbahn verhält, dann dreht sich der Ball entweder in eine falsche Richtung oder er dreht sich gar nicht. Das heißt, wenn ihr die Flugbahn geradeaus habt, muss sich der Ball auch entlang der Flugbahn drehen. Das üben wir jetzt gemeinsam. Im ersten Schritt lernt ihr überhaupt erstmal Rotation auf den Ball zu bekommen. Das heißt, ihr werft den Ball hoch und versucht, dass er wieder zu euch zurückspringt. Ja? Und geht dabei vielleicht sogar einen Step weiter. Im letzten Moment, kurz bevor ihr den Ball loslasst, zieht ihr euer Handgelenk zu euch zurück, um noch mehr Rotation auf den Ball zu kriegen. Ja? Und den Ball noch weiter zu euch zurückspringen zu lassen. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt macht ihr das Ganze seitlich von euch. Das heißt, ihr stellt euch hin und in der Verlängerung eurer Hüfte versucht ihr den Ball seitlich so anzudrehen, das Handgelenk auch gerade zu lassen und den Ball wieder zu euch zurückspringen zu lassen. Ja, das heißt, ihr werft hier vorne hin, versucht ihn auf der Linie zu halten, ja, und zieht auch hier das Handgelenk wieder möglichst zurück im letzten Moment, sodass ihr am Ende den Ball mit einer Hand wieder auffangen könnt. Das war Schritt Nummer 2. Im dritten Schritt kommt jetzt die Verbindung des Ganzen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir die Rotation, die wir seitlich haben, auch in eine Bewegung nach vorne noch überkriegen, ohne dass der Ball sich entgegen der Achse dreht. Das heißt, wir versuchen genau den Ball nach vorne zu werfen und über unser Handgelenk den Ball genau entlang dieser Wurfachse auch in der seitlichen Rotation zu lassen. Das sieht dann wie folgt aus. Was wichtig ist, wenn ihr das erste Mal den Dreher nach vorne übt, sind zwei Dinge. Erstens, der Ball darf nicht zu flach aufkommen. Das heißt, wenn ihr ihn relativ hart und flach aufkommen lasst, dann hat der Ball nicht genügend Zeit am Boden, um die Rotation aufzunehmen und dann auch tatsächlich die Richtung zu ändern. Dann ist einfach die Kontaktzeit zum Boden viel zu kurz und der Ball geht fast geradeaus. Ja, das heißt, er muss ein bisschen von oben drauf fallen. Das heißt, der Abwurfwinkel des Drehers muss fast parallel zum Boden sein, damit er am Ende fast senkrecht runterfällt und dann auch maximal die Drehung aufnehmen kann und die Richtung ändern kann. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass ihr, wenn ihr nach vorne geht und den Dreher spielt, dass euer Handgelenk möglichst gerade bleibt, also parallel zu eurer Hüfte. Das heißt, der Hauptfehler ist dann meistens, dass man versucht, den Ball mit dem ganzen Arm, wie beim Bowling, oder mit dem Handgelenk weiterzudrehen. Ihr müsst gucken, dass euer Handgelenk möglichst lange parallel zur Wurfbahn bleibt und ihr dann den Ball anbringen könnt. Wenn ihr bis hierhin gekommen seid, wird es jetzt ein bisschen schwieriger, denn was das Problem an der ganzen Sache ist, dass ihr bei einem Dreher meistens logischerweise in der Luft seid. Das heißt, ihr springt von außen rein oder habt einen Durchbruch auf einer Halbposition und wollt dann im Sprung den Dreher werfen. Das heißt, ihr habt überhaupt keinen Bodenkontakt. Das heißt, ihr könnt auch nicht, wenn ihr den Dreher macht, am Ende Gegengewicht über eure Standfestigkeit auf dem Boden herstellen. Das heißt, was wir jetzt üben, ist dann im nächsten Schritt das Ganze einbeinig zu machen und vorher auch in eine Art Wurfhaltung zu gehen. Das heißt, der nächste Schritt geht dann folgendermaßen. Ihr stellt euch auf ein Bein, ihr geht in eine Wurfhaltung hier oben, ja, und nehmt dann aus der Wurfhaltung den Arm runter und werft den Dreher wieder. Ja? Das heißt, Wurfhaltung, Arm runternehmen und Dreher spielen.
Als letztes heißt es üben, üben, üben. Das heißt, ihr stellt euch im besten Fall 3-4 Meter vor euch ein Hindernis hin. Das sind bei mir hier 3 Harzdosen. Ihr habt ein zweites Hindernis dahinter, das ist bei mir hier die Wand. Und versucht jetzt so oft wie möglich hintereinander diesen Korridor mit einem Dreher zu treffen und dabei auf einem Bein zu stehen und wieder in die Wurfhaltung zu gehen. Das heißt, hinstellen, Wurfhaltung, runterkommen, Dreher durch diesen Korridor spielen. Die Steigerungsform ist relativ simpel. Je öfter ihr durch diesen Korridor trefft, desto mehr schiebt ihr euer Hindernis auf eure Wurfhandseite ein Stückchen zur Seite, damit ihr den Korridor möglichst schmal macht und euer Handgelenk und die Rotation auf dem Ball maximal zunehmen muss. Ja, und dann probiert ihr einfach weiter, bis ihr auch diesen Korridor zuverlässig trefft. Ich hoffe, unser kleines Tutorial hilft euch ein bisschen, Techniktraining zu Hause zu machen, die Langeweile ein bisschen zu überbrücken und in der Handballtechnik beim Thema Dreh ein bisschen besser zu werden. Gerne Feedback an uns, alles weitere auf replayhandball.de. Dort natürlich auch die Ausrüstung für das Ganze, die Bälle, das Harz und alles, was ihr braucht, um an eurer Handballtechnik weiter zu feilen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Hendrik von replayhandball.de.